hier mache, so ein Campingplatz. Nochmal ein kurzes Fazit zu dem Tag von gestern. Es war eine super Tour. Also ich war ja 2 Stunden noch in Hameln. Hab ja mein Fahrrad da untergestellt. Es war ideal. Konnte mich so ein bisschen ausruhen, um dann endlich die Strecke an der Weser dann genießen zu können. Bin ja jetzt hier in Heinsen, Campingplatz Weserbergland. War gestern noch im Pool und habe geschlafen heute Nacht im Stein. Diese dünne Luftmatratze, ich habe glaube ich bei Amazon 40 Euro bezahlt, die ist einfach genial. Heute Morgen um 5:30 bin ich halt aufgestanden, die Hähne haben gekräht, ich war aber ausgeschlafen. Habe jetzt schon einen Kopter steigen lassen und ja, ich lasse es heute ruhig angehen. Ja, es geht dann weiter über Holzminden, das ist glaube ich um die Ecke, also ein paar Windungen an der Weser entlang und dann nach Hannover-Schminden. Das sind etwa 80 Kilometer und danach werde ich mir wahrscheinlich den nächsten Platz suchen. Also ich werde nicht heute, ich glaube nicht mehr als 100 Kilometer fahren. Bei 108 Kilometer kommt dann schon Kassel und ich habe eigentlich keine Lust auf eine größere Stadt. Von dem her werde ich noch vor Kassel irgendwo dann mein nächstes Quartier suchen. Ja, ich freue mich schon auf den Tag. Wie ich gerade sehe, zieht sich so ein bisschen zu, aber Regen ist, glaube ich, gar nicht in Sicht. Das Problem hier ist für mich kein Internet oder wenn, dann nur häppchenweise. Ich weiß nicht, was in Deutschland los ist, aber es gibt hier auch WLAN, aber das funktioniert überhaupt nicht. Sie sagte gestern, ja, dass möglicherweise sind viele Leute drin. Heute Morgen um 5:30 kann ich mir kaum vorstellen, dass hier Leute ins Internet gehen. War auch nichts, tote Hose. Muss ich erstmal mein Zelt ein bisschen trocknen lassen und dann Sachen packen. Und dann geht's weiter. So, hier in dem Waschraum lade ich mal meine Akkus, weil ich auf dem Platz keinen Strom habe. Und wasche mein T-Shirt mit rein. Holländer, also ein Biker, Motorradbiker unterhalten. Deswegen bin ich etwas später losgekommen. Ist ja süß, hier ein Verkehrsübungsplatz. Das wäre so als Kind ein Traum. Ja, ich denke mal, hier in Holzminden werde ich mir mal ein Frühstück gönnen. Ja, ist total schön hier in Holzminden. Bin hier einmal um den Marktplatz gefahren. Hab bestimmt 5 Eiskaffees gesehen, aber keinen einzigen Bäcker. So, ich muss gerade mal die Rheinseite, ach Quatsch, Rhein, Weserseite wechseln. Bin da unten links ein Stück vorbeigefahren. Irgendwie bin ich zu früh abgebogen. Musste wieder zurück. Und hier geht der Radweg auf der anderen Seite weiter. Oh, ist das nicht schön hier? Total schattig. Wobei es sowieso schattig ist.
Ui. Ja, bin jetzt 42 Kilometer etwa gefahren und bin wieder hier an einem Kernkraftwerk. Das ist südlich von Beverungen. Ich habe nur gelesen, ein Kernkraftwerk ist. Ob das noch in Betrieb ist, glaube ich nicht. Aber es wäre mal interessant. Muss ich gleich mal nachgucken. Ja, ansonsten ist es sehr schwül. Es sind über 30 Grad, glaube ich. Und ja, ist nett hier. Aber auch nicht sonderlich aufregend. Aber die Strecke ist super. Der Belag ist toll. Und ich glaube, es fahren mehr flussabwärts. Daher kommt mir mehr entgegen als den anderen, glaube ich. Das heißt, ich muss öfter grüßen als die anderen. Wahnsinn. Macht Spaß. Motor ist gut ausgelastet. Eieiei. Trotzdem merke ich es in den Beinen. So. Jetzt geht es nämlich über die Brücke auf die andere Seite. Oh, hier ist die hoch. War schon schwindelig. Da hinten ist nochmal das Kraftwerk. Kernkraftwerk. Jo, ich bin jetzt in Bad Karlshafen. Das ist hier offensichtlich eine Kurstadt. Ja. Sieht so alles so DDR-mäßig aus. Zumindest das, was ich gesehen habe. Und jetzt wollte ich eigentlich eine Pause machen hier, aber bietet sich nichts an. Ich glaube, ich fahre nochmal zurück. Ja, ich bin jetzt so 48 Kilometer gefahren und Bad Karlshafen. Bin gerade an dem hübschen Kurzentrum in Betonoptik vorbeigefahren. Und hier so eine kleine Slipanlage mit, ja, wo sie halt Tretboot fahren und so. Ach Quatsch, Schlauchboot. Und ihre Jetskis ins Wasser lassen. Da ist gerade einer angekommen. Ich glaube, ich mache mich schnell aus dem Staub, bevor hier Lärm ist. Und fahre nochmal runter in die Stadt und gucke, ob ich da was Nettes trinke und vielleicht sogar eine Lademöglichkeit finde. Obwohl ich habe, glaube ich, nur 80 Kilometer, so viel fahre ich hier nicht mehr. Ich glaube, hier ist der Wind so stark. Die gute Luft wird ja hier so fabrik. Ja, deswegen sitzen sie alle auf der anderen Seite. Jo, Mist, ich wollte gerade Geld abheben. Habe festgestellt, dass meine Visa-Karte weg ist. Ich nehme an, dass ich sie eben zu Hause liegen lassen habe. Und ich habe noch eine EC-Karte dabei, aber da muss ich dann immer Gebühren bezahlen, wenn ich nicht gerade bei meiner Bank abhebe. Mit der Visa-Karte kann ich überall abheben, das kostet nichts. Ich kann aber noch per Handy immer bezahlen, also per Google Pay, da habe ich meine Visa-Karte hinterlegt. Aber wie das in Deutschland so ist, die meisten stehen da auf Karten, auf Barzahlung, also muss ich mir mal was einfallen lassen. Ich könnte natürlich auch einkaufen und dann Geld abheben dabei. Mal schauen, aber ich sehe hier gar keinen Supermarkt im Bad Karlshafen. Bin wieder unterwegs aus Karlshafen raus. Hat mich nicht wirklich da gehalten. Ja, mit dem Geld, das habe ich so gelöst. Ich habe mir auf Google Maps den nächsten Supermarkt rausgesucht. Der war 300 Meter entfernt. Das war so ein Neukauf, glaube ich. Und war ein bisschen duster und verlassen. Ich weiß nicht, war, glaube ich, der einzige Kunde da drin. Hab dafür 10, 15 Euro ein bisschen eingekauft, ein paar Getränke und jetzt ein bisschen Essen für die Tage. Ist ja morgen Sonntag. Hab mir so, weiß ich gar nicht mehr, hier so eine Tütensuppe und Camembert, ein paar Früchte gekauft, sodass ich mich morgen auch selber versorgen kann. Und ja, Bargeld, genau. Konnte ich damit abheben dann. Haben wir gleich ein bisschen Bargeld geben lassen. Ja, jetzt dieselt es gerade, merke ich, das erste Mal. Und meine Tasche ist nicht wasserdicht gerade. Ich habe das Ladegerät einfach hinten drauf gelegt, weil
meine Tasche so voll ist mit dem Einkauf. Jetzt muss ich aber mal handeln. Ah, cool. Grillanlage an der Spitzenburg, auf der Spitzenburg. Cool, jetzt kann ich hier, hoffentlich regnet es mal richtig schön, mein Fahrrad zumindest unterstellen. Meine Hose bleibt immer an dem Sattel hängen. Jo. Naja, so nett ist es hier nicht. Ich glaube, ich setze mich da auf die Bank und erstmal was. Also wieder rückwärts. Boah, ist das schwer, das Rad. Oh, bestimmt 5 Liter Getränke dabei. Ich hätte mir Eier besorgt. Ich weiß, das ist gar nicht bio, oder? Nee, aber tolle Siegel sind drauf. Den vertraue ich eh nicht. Brötchen mal wieder. Pfirsich. Ja, zu den Eiern habe ich immer Salz dabei, natürlich. Salz in so kleinen Tütchen vom Bäcker. Nehme ich mir immer ab und zu mal mit. Zuerst noch mal einen Schluck. Ja, ich glaube, ich bin heute erst 62 Kilometer gefahren. Und es ist schon 2:15 Uhr. Ah ja. Meine 80 kriege ich auf jeden Fall voll. Wie gesagt, werde ich sowieso nicht über Kassel hinausschießen. Und Tannenmünden. Kurz danach werde ich dann irgendwie einen Campingplatz suchen. Ups, schon halb. Ich liebe Eier. Bisschen entspannen, dampfen und das hier. Das perlt richtig jetzt. Das perlt. Oh. Wie zu erwarten. Schade, dass es nicht geregnet hat. Das hätte mir ganz gut getan. Weil es frischt ja ein bisschen auf dann immer. Ja, guten Tag. Hätten Sie einen Platz für heute Abend für mich? Alleine? Ja. Bis wann sind Sie da? Oder die Rezeption offen? Ah ja, dann schaffe ich das locker. Ja, prima. Vielen Dank. Bis später. Tschüss. Besser einmal anrufen. Jetzt habe ich nicht nach Strom gefragt. Ach, das wird schon klappen. Vielleicht sollte ich mal mit meinem E-Bike voll bepackt hier in die Halfpipes fahren. Oh, müsste ich doch schaffen, oder? Jo, habe jetzt Tageskilometer 83 und es hat sich so ein bisschen eingenieselt. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich war wahrscheinlich doch wieder Thailand. Wo ich jetzt an der Fulda einen Campingplatz angerufen habe, entscheide ich in Hannover Schmünden. Ich kann das nicht aussprechen. Ja, ich bin jetzt in Beckenhagen. Beckenhagen, so heißt es. Und die App empfiehlt mir, auf der anderen Seite weiterzufahren. Ich nehme an, da ist eine Fähre. Das sieht nach einer Fähre aus. Jo, dann versuche ich das doch mal. Wo bin ich denn überhaupt? Da ist Hannover Schmünden. Ist nicht mehr so weit. Okay. So, jetzt bin ich hier kurz vor der Altstadt Hannover Schmünden
und sehe da einen Campingplatz. Wäre eine Option. Aber hier so an der Straße. Gerade Fahrer mit absteigen. Ja, ja. Hier ist noch ein Flüsschen. Das muss man noch aufnehmen, ne? Ja. Der Highlander Elf. Bitte Maske tragen, richtig offizielles Schild, als wenn das schon immer da hängt. Schon coole Brücke. Würde ich jetzt ja auch gerne drauf, aber müsste ich mein Fahrrad wieder anschließen. Vielleicht bleibe ich ja hier in Hannover-Schumünden. Ich habe nur nicht so eine Lust hier auf den Trubel. Aber ich denke, ich werde es machen. Ich frage mal bei dem Campingplatz, ob sie einen Platz für mich haben. Ja, hier kann man sich eben so eine Box mieten für sein Fahrrad. 2 Euro oder 1 Euro pro Stunde. Ja, das Zelt steht und alles schön soweit eingerichtet. Ja, das ist direkt hier am Fluss. Oh, hier kann man sogar baden. So, schnell Badesachen holen und ab ins Wasser. So, dann will ich es mal wagen, in die Weser zu springen oder was das auch immer ist. Vielleicht ist es ja die Werra oder die Fulda. Heieiei. Bestimmt glitschig hier. Ich habe nur Angst vor den Schwänen. Ach, schön kühl. Schön ist es hier. Oh, die Strömung ist ganz schön stark. Ja, andere würden sich jetzt lieber die Altstadt angucken. Und ich liege hier an dem Fluss. Ja, ich gehe gleich nochmal los, glaube ich. So, jetzt gibt es hier eine Erbsensuppe aus der Dose vom Penny. Geht schnell und einfach. Dazu esse ich ein Brötchen noch gleich und dann schon witzig. Da oben laufen sie über die Brücke und glotzen auf den Campingplatz. Habe ich ja auch getan vorhin. Thank you.
Thank you.